Hier kommt so viel Wasser runter, das ist total der Wahnsinn. Wenn ich mich festfahre, dann haben wir ein Problemchen. Da müssen wir gucken, wie wir wieder rauskommen. Da muss der Bauer, der Nachbar uns rausschleppen mit dem Trecker. Ja, das habe ich schon mal befürchtet. Tja Leute, jetzt können wir noch einen Reifen wechseln. Hier ist ein Plattfuß. Da wollen wir mal gucken. Bello, bello. Männer, Männer, guten Morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir haben ja heute ein bisschen was am Plan. Schrottplatz, bisschen Telefonate, ist natürlich klar. Der Klaus kommt gleich, der hängt sich den Anhänger an. Der muss 2 Vaneos abholen. Ich habe den Mann gefragt, ich sage, wieso haben Sie 2 Vaneos? Ja, sagt er, ich hatte an für sich vor, die alle beide als Rollstuhltransport umzubauen. Aber ist mir dann der Sinn auf einmal weg und ich möchte die gerne weghaben. Ja, habe ich gesagt, die hole ich gerne ab. Der eine soll silber sein, der eine schwarz, der eine ist Automatik, der eine mit Schaltung und der will die im Prinzip weghaben. So, jetzt fährt der Klaus nachher los mit dem Hänger und bringt mir erstmal 2 Vaneos. Die kann ich sowieso gut gebrauchen, weil da gehen die Teile auch sehr gut davon. Ja, was soll ich sagen? Es ist am Pissen wie die Sau. It's raining cats and dogs, würde ich sagen, in England. Und wir sagen in Deutschland, bei dem Wetter würde ich noch nicht mal einen Hund auf die Straße schicken. Ne? So sieht es ja wohl aus. Hier kommt so viel Wasser runter, das ist total der Wahnsinn. Ja, da wollen wir mal gucken. Bello, bello. Schönen guten Morgen. Morgen Klaus, hey. Haben wir Deutschlandwetter? Aber du musst 2 Vaneos abholen. Adresse hast du alles? Die Adresse habe ich schon. Ja. Hast du einen Hänger dran? Ich habe alles vorbereitet. Auto ist startklar. Alle Flüssigkeiten drin. Dann gib Gas. Ich mache auch hier weiter. Bis gleich, Fred. Jo. Ciao. Autoverwertung Bauhaus. Hallo, haben Sie Wischmotor vom Fiat Ducato? Wir haben keine Fiat Ducato im Moment da. Keine Ducato. Okay. Alles klar. Okay, danke. Ciao, ciao. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin alleine. Ali ist Griechenland. Ist klar, Osterferien. Die Kinder wollen natürlich auch ein bisschen ins Wasser. Und ja, der ist am Samstag wieder da, weil Montag geht die Schule wieder los für die Kinder. Und dann ja, musste ich mal so eine Woche die Stellung hier so alleine halten. Aber macht mir auch Spaß. Weil dann weiß ich auch wieder alles, was da ist und was Neueingang ist. Und ach, ist immer am Schrottplatz was zu tun und immer wieder tolle Informationen. Und ich komme doch gerne. Was wollt ihr denn? Alles gut. Autoverwertung Bauhaus. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Habt ihr vielleicht einen I10 da bei euch? Hyundai i10 habe ich keinen. Okay. Haben Sie keinen? Nein. Okay, vielen Dank. Jo. Ciao. Ja, Leute, zieht unsere Tassen, die können einen Shop bestellen. Wie schnell ist nichts getan? Schrottplatzkaffee vom Feinsten. So, jetzt fahren wir nach Ratingen. Da holen wir 2 Vaneos ab. Mal sehen, was auf uns zukommt. Es wird immer wieder eine neue Situation. Und gleich 2. Jetzt sind wir angekommen. Da werden wir erstmal den Hänger losmachen. Das ist ein Schlamm, hoffentlich komme ich da gut raus. Wir haben noch gar nicht guten Tag gesagt. Ich bin der Klaus. Michael. Projektaufgabe. Ja, ich habe keinen Bock auf die Bastelei. Ich habe keine Differentialsperre und nichts. Ich komme hier rückwärts rangefahren. Und in einmal muss das sitzen. Ja, das ist ein matschiger Untergrund. Wir wollen uns nicht festfahren und haben uns mal den Untergrund angesehen.
Und was meinst du? Ja, jetzt versuche ich mich mal in den Schlamm zu fahren, damit ich hier rückwärts dran komme. An dem hier, da blockieren die Vorderräder. Den müssen wir mit einer Kette draufziehen. Wenn ich mich festfahre, dann haben wir ein Problemchen. Da müssen wir gucken, wie wir wieder rauskommen. Da muss der Bauer, der Nachbar uns rausschleppen mit dem Trecker. Dahinter steht noch einer. Mal ehrlich, ich habe aus den beiden die Teile rausgebaut, die ich für den dritten brauche. Und die können jetzt weg. Braver Lümmel. Mädel. Ach, braves Mädchen. Ja, böse Männer, das passt nicht schön auf. Hast auch recht. Dass die fett Schrott klauen. Pack sie am Arsch. Hier ist die Schatztruhe. Da sind die Hilfsmittel hier drin. Ja, wir werden den auf jeden Fall an der Vorderachse, an den Vorderrädern befestigen. Und so werden wir den Stück für Stück draufziehen. So, damit wir die Alufelgen nicht beschädigen, haben wir da Sicherheitsgurte dran gebunden. Die halten auch ein paar Tonnen. Ja, das habe ich schon mal befürchtet. Den Knoten habe ich falsch gemacht. Ja, ich war auch bei den Pfadfindern. Da haben wir die besten Knoten gelernt. Da ist der Doppelschling links. Das sollte alles halten. So, wie nochmal das gleiche Spielchen in grün. Jetzt könnte alles hinhauen. Haff, haff. Autoverwertung Bauhaus. Moin, habt ihr Clipschalter da? Also Wippschalter? Für was für ein Auto? Wie bitte? Für was für ein Auto? Ich brauche generell einen Wippschalter von Heller. Ja, für was für ein Auto? Ist egal welches Auto, ich bräuchte einfach nur so einen Schalter. Haben wir nicht. Habt ihr nicht? Nein. Alles klar. Wir haben nur Originalschalter. Nur original, keine von Heller? Nein. Alles klar. Ich danke dir. Ja, ne? Okay. Tschüss. So. Ja, und wann war denn jetzt mit den drei Folgen in Italien? 1, 2, 3, jeden Mittwoch. Ich fand das abgefahren. Muss ja nicht immer mit Autos unbedingt voller Pullover zu tun haben. Schrottplatz ist Schrottplatz. Aber wenn ihr gesehen habt, wie ich mich in Italien bewege und was ich mir da gerne angucke, so wäre ich für Italien auch, glaube ich, ein guter Reiseleiter. Und kulinarisch könnte ich euch auch eine Menge mitteilen. Aber ihr habt ja wohl in den Filmen gesehen, dass da mein Herz aufgeht. Da kommt meine Frau her. Da gibt es Vino Primitivo, den ich sehr gut, sehr gerne trinke. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich fühle mich da wirklich wie zu Hause. Da fahre ich jetzt 46, 47 Jahre hin. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das überhaupt gefallen hat. Oder ob ihr lieber hier nur Schrott und Schrottautos und Klaus Auto abholen wollt. Oder wie ich meine Freizeit gestalte. Aber die Kommentare sind ganz wichtig. Die möchte ich gerne hören. Wenn euch die Italien-Attacke da gefallen hat, dann guckt mal auch mit Link und Like und Klingel und Tralala und Onkel Dagobert, wie ich das immer so gerne sage, weil da leben wir ja auch von. Und ich habe euch sehr, sehr gerne Puglia gezeigt, weil Puglia ist eine tolle Gegend in Italien, die vor 10 Jahren noch gar nicht bekannt war. Und die Leute sind so was von freundlich und so was von nett und so was von sympathisch. Und da bin ich gerne. Ganz ehrlich, Leute, da bin ich wirklich gerne. Da kann ich meine Seele baumeln lassen, da kann ich mich in die Sonne setzen, mein Espresso morgens nehmen, schön so mit Espresso, hallo wach. Und ja, wenn ihr die drei Folgen aus Italien nicht gesehen habt, einfach auf den Link drücken und dann zieht euch die mal rein. Onkel Friedemann hat gekocht
Onkel Friedemann hat den Reiseleiter gemacht, Onkel Friedemann hat sein Auto im Arsch gehabt und das könnt ihr auch noch sehen. Alles gut. Autoverwertung bei Haus. Habt ihr 124er oder 190er bei euch auf dem Hof stehen? Ja, aber nicht mehr so viele Teile dran, ne? Die sind ja auch gefragt, die Teile. Was brauchen Sie denn davon? Ja, ich bin immer auf der Suche nach Teilen. Ich habe 2 von den Autos und alles, was ich so kriegen kann. Ja, also 190er habe ich im Moment nichts, aber 124er haben wir noch 4 Stück hier stehen. Aber da musst du mal selber schnüffeln kommen. Ja, ich bin ja sowieso in der Nähe, da komme ich gleich mal rum. Komm mal rum, alles gut. Super. Ja. Dankeschön, bis dann. Ciao. Mercedes, Freunde. Ja, 124er, da kriegst du nicht mehr allzu viel davon. Ne, die werden alle wieder aufgebaut, weil die Preise gehen bis 10.000 Euro. Und die ich hier zum Ausschlachten gekauft habe, die waren noch billig. Die habe ich aber auch manche schon 4 Jahre, 5 Jahre habe ich hier. Und da sind viele Teile von weg. Aber ich schmeiß die nicht so gerne weg, weil der Nächste sagt, was, weil ich brauche noch mal eine Armatur am Brett. Ja, dann habe ich wenigstens eins. Oder ich brauche Teile von der Heizung. Oder von den Sitzen vielleicht Teile. Ne? Motoren, Getriebe sind alle weg. Getriebe. So, jetzt passen wir nochmal auf. Scheiße, das Hinterrad blockiert hier. Ist die Handbremse doch noch angezogen? Jo, der blockiert, das Schweinchen. Ja, jetzt drücken wir den hinten ein bisschen rum. Bewegen wir den 2-3 cm nach rechts. Tja Leute, der ist verhaftet. Da haben wir die physikalischen Gesetze ausgetrickst. So rum, mal links, mal rechts. Weg ist er. So, jetzt müsst ihr mir die Daumen drücken. Ob ich da durchkomme beladen, da muss ich einen ordentlichen Schwung nehmen. Und dann versuchen wir uns mal. Ganz schön eng. Guck mal hinten, wie weit kann ich noch? Jo. Voller G gefahren. Schrottplatzkaffee vom Feinsten, der macht alles wieder wett. Jetzt werden wir die Batterie nehmen und den zum Laufen bringen. Ich werde den Hänger anhängen, den noch zurecht rücken und dann hoffen wir, dass der anspringt. Dann können wir den drauf fahren, haben wir nicht so viel Theater wie mit dem hier. So, die Brettel drauf. Ja, kannst du schon mal mitnehmen. Ja. So, die Bretter raus und drauf damit. Ist ja gerade. So geht's weiter. Der hat verloren. Oh, oh. Beide verhaftet. Komm mal her, kuscheln. Psst, 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 psst. Komm mal her. Ja Leute, jetzt können wir noch einen Reifen wechseln. Hier ist ein Plattfuß. Da. Was ist denn passiert? Doch, wer weiß, wo wir da durchgefahren sind. Probieren wir gleich mal. Ich habe noch ein Ersatzrad dabei. Da ist die Trickkiste.
Ja, die Sonne ist rausgekommen. Heute Morgen war das immer vertrist hier. Alles am Pinkeln, am Pinkeln. Ich habe ja gesagt, wie Cats and Dogs. Und jetzt kommt die Sonne raus und jetzt hebt der Uwe Friedemann seinen Arsch hoch und zeigt euch mal einen Honda Accord, der die Woche gekommen ist. Ein 91er Auto von einem älteren Herrn, hat immer in der Garage gestanden, springt aber nicht richtig an. Aber das Auto hau ich nicht kaputt. Guckt euch mal dieses Auto an. Mitkommen! So, das ist ja schon mal Happiness. Guckt euch mal den Honda an. Das ist ein Honda Accord. Der ist von 91. Den habe ich bei einem älteren Herrn aus der Garage geholt. Den möchte ich bitte überleben lassen. Der soll nicht geköpft werden. Und den will ich auch nicht nach Afrika verkaufen oder sonst irgendwie was. Das ist ein Oldtimer, der im Kommen ist. Guckt euch den Zustand an. Ich mache mal einmal die Haube auf. Das Gute daran ist, das ist noch ein Modell. Wie geht denn sowas überhaupt auf? Also, das ist noch ein Modell, da könnt ihr euch den Motor angucken. Ich glaube, wenn ich den Luftfilter abnehme, der könnte sogar noch eine Doppelvergaseranlage haben oder einen Doppel-Einspritzermotor. Das sieht alles noch richtig top, top, top aus. Auto hat sogar eine Klimaanlage. Was sagt ihr denn dazu? Guckt da mal rein. Das ist doch wohl ein astreines Teil. Der ist nicht verrostet an keiner Stelle. Und der erste Mal zuerst, 1000 Euro will ich dafür haben. Der erste, der sich am Montagmorgen meldet, kann den haben. So Leute, gucken wir da rein. Das ist ein ganz gepflegtes Auto. Der hat 4 Türen. Der hat hier kein Rost um die Antenne rum oder sonst irgendwie was. Das ist noch ein Auto, wo ich sagen würde, der braucht nicht lackiert werden, der braucht nicht geschweißt werden. Der ist mit kleinen Möglichkeiten wieder als, das ist ja schon ein Oldtimer. 91, ist ja kein Youngtimer. Und es gibt viele Leute, die jetzt langsam anfangen, Japaner zu sammeln. Und Honda war immer eine gute Marke, immer bekannt für super Motoren. Hoppla. So, der ist sogar so komplett. Der hat sogar noch hier mehrere Kassetten drin. Und was natürlich ganz wichtig ist, komm mal rum hier. Einmal aufs Armaturenbrett. Wir haben sogar den Christophorus. Da ist er. Nur der Christophorus hat gesagt, ich bin Schutzpatron der Autofahrer. Aber ab 140 steige ich aus. Aber ist der in den 1000 Euro mit drin, der Christophorus? Der Christophorus ist auch mit drin. Okay. Brief habe ich, Schein habe ich. Also da lohnt sich die Hand noch dran anzulegen. Das ist kein Schrott. Habt ihr schon mal gesehen, eine Kofferraumhaube, die so geil aufgeht? Zack, hier unten gezogen. Da. Und ist schon alles passiert. Guck mal hier. Alles da. Da sind sogar noch Stahlfelgen im Kofferraum, wo man ein paar Winterreifen drauf machen kann. Also alles da. Wagenheber habe ich gerade gesehen, ist da. Der erste, der kommt, den werde ich mit 1000 Euro verhaften müssen. Und dann bin ich nämlich happy, weil ich muss nicht alles kaputt hauen. Und das ist auch nicht mein Ding. Also ein Auto, was so schön ist und was man retten kann, da wird sich immer jemand finden, der da Spaß dran hat. Und der Onkel Friedemann hat da auch Spaß dran. Nicht wegen die scheiß 1000 Euro, das ist doch kackegal. Aber wenn man so Autos überleben lassen kann, das ist genau mein Ding. Super! Autoverwertung Bauhaus. Ich habe da eine Frage und zwar habt ihr zufällig für einen 3er BMW diese Xenon-Abdeckungen? Xenon-Lampen sind keine mehr da. Das tut mir leid. Nee, die Abdeckung. Ja, ja, die habe ich nicht mehr da. Das Wasser, nein. Gar nichts. Haben wir komplett verkauft. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, Dankeschön. Ja, kein Problem. Tschüss. Schön. Jungs, was habt ihr Gutes? Moin. Ich werde angerufen wegen 190er, 124er. Ja, guck mal. Hier im Regal stehen 3 Stück. Ja. Und da draußen steht noch ein Kombi. Einfach mal gucken, was noch dran ist. Nichts abbauen. Erst mal gucken. Komm, ich soll mal rein. Danke. Okay.
Autoverwertung Bauhaus. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Ich habe 23 Kilo Kabelspot. Was ist denn der Tagespreis heute bei euch? Boah, das weiß ich gar nicht. Da kriege ich auch jetzt keinen mehr. Was willst du denn haben dafür? Ach so. Ja, keine Ahnung. Das Ding steht 2,50. Wenn wir 1,50 machen, dann würde ich bei euch lassen, ne? Nee, will ich gar nicht haben. Ne? Okay. Nee, da verdiene ich ja nichts dran. Achso, ja, weiß ja nicht. Ja, ist ja keine Menge. Ist ja keine Menge, was soll ich damit? Ja, ich weiß. Okay. Ich muss den Keller ausräumen, weil ich am Umziehen bin, das ist der Grund. Ne? Hm. Aber kein Problem, alles gut, ja. Ja. Okay, ciao. Ja. War leider nichts dabei? Ja, was Besonderes ist das nicht mehr. Die sind gepflückt. Sehen aus wie ein Hähnchen. Habe ich mir schon gedacht. Warst du irgendwie Schlüsselhänger sowas noch hier, was ich kaufen kann? Für meinen Vater was mitbringen, der guckt auch gerne deine Videos. Ja, aber das musst du im Internet machen, in unserem Shop. Online? Ja, das haben wir gar nicht hier. Okay, alles gut. Nee, da sein kann, dass man mal Glück hat, dass irgendwas da ist, Tasse oder sowas. Nichts da. Nee, gut, schade. Und du bist 124er-Fan? Ja, auf jeden Fall. Ich habe 190er und 124er. Ja. Wir kommen aus Bremen. Wir waren heute zur Techno-Klassiker hier. Schön. Und dann waren wir im Essen und dann dachte ich mir, ach komm, das ist hier in der Nähe. Muss mal rumkommen, dir das mal angucken. Ah, guckst du auch schon bei YouTube? Ja, natürlich. Ja, geil. Alle Videos, jetzt hier die Italien-Reihe. Guck war ich auch gut, an. Ne? Alles gut. Super. Daumen nach oben. Und jetzt soll ich Foto machen? Hm? Okay. Jungs, lasst mich weitermachen. Guck mal, da steht schon wieder eine Reihe. Alles Gute, bis dann. Ciao. Meda. Autoverwertung Bauhaus. Mahlzeit. Hallo. Ich wollte fragen, ob ihr Teil habt für ein Vectra C. Vectra C haben wir ein Kombi hier. Was brauchst du davon? Den Schalter für die Fensterheber, den Lüftermotor, da brauche ich jede Menge von. Aber du kannst gerne gucken kommen, aber die Fensterheber, Schalter, die sind bei Opel immer scheiße. Das ist das allererste, was weg ist. Der ist auch nicht mehr drin, oder was? Nee, der ist weg. Der ist weg. Komm mal rum, Ja, Gebläsemotor könnte noch einer da sein. Ja, bis wann seid ihr denn immer da? Ja, bis 5 Uhr. Ja, freitags auch? Morgen auch. Und samstags ist zu? Nee, bis 1 Uhr sind wir hier. Ja, dann komme ich Samstag. Cool. Alles klar, danke dir, ciao. Jo. So, das sind die beiden Spruchstücke, die der Klaus abgeholt hat. Da habe ich Spaß, weil hier, Kotflügel und sowas, das ist alles Kunststoff. Die kannst du gut verkaufen. Die Spiegel gehen gut weg. Da haben wir was Besonderes. 1,9er Benziner, gibt es ganz selten, mit Automatikgetriebe. 1,6er Benziner, Schaltgetriebe. Gute Teile sind da dran. Aber da will ich euch noch was erzählen. Ich glaube, diese Woche war Mercedes-Woche, weil den habe ich vorgestern gekriegt, A-Klasse. Den habe ich vorgestern abgeholt, W203 C-Klasse. Und den habe ich gestern abgeholt. Das ist ein W209 zweitürig Coupé. Also diese Woche war mit Einkauf bei Mercedes, von Mercedes-Fahrzeugen. Bacho. Ja, Männer, das war's schon wieder. Ich habe euch ein bisschen was erzählt, was heute passiert ist. Wir haben einen wunderschönen Honda im Angebot. Der Klaus hat 2 Vaneos geholt. Ich habe euch gerade berichtet, wir haben Mercedes-Woche gehabt. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt auch nicht so oft vor, dass man in einer Woche 5 Mercedes kaufen kann. Aber tja, was soll ich sagen, das war's mal wieder. Und Abo, oben, unten, Klingel, tralala, Onkel Dagobert, wie ich das immer so gerne sage. Und ich gehe jetzt nach Hause. Alles cool, Mann. Drehschluss.